1980. Mal schauen. Nein. Ich wollte eigentlich probieren, wo er jetzt lang geht. Ja. Scheiße. Er geht nach unten. Sie hat uns auf alle Fälle entdeckt. Nur noch eine Frage der Zeit, bis wir auf sie treffen. Ich will nicht. Wir machen halt noch ein bisschen auf, Mensch. Erstmal nochmal Ruhe, erstmal lesen, erstmal ganz kurz. Moment. Jedenfalls rate ich dir als dein Anwalt dazu, von jeglichen unüberlegten Handlungen an abzusehen. In anderen Worten, mach nichts Dummes. Wir haben immer noch eine Chance zu gewinnen. Glaub es mir oder nicht, ich habe schon Klienten aus tieferem Scheiß gezogen als dieser hier. Mach es nur bloß nicht noch schlimmer. Tauch eine Weile unter und lass mich gegen den Gerichtsbeschluss vorgehen. Dieser Sozialarbeiter hat es definitiv auf dich abgesehen. Wir können das zu unserem Vorteil nutzen. Dich als Opfer des Systems darstellen. Ein trauernder Ehemann, ein kurzzeitiger Verlust der Zurechnungsfähigkeit, ein Bürokraft. Vertrau mir, das ist unsere beste Option. Wenn man bedenkt, dass du alles in der letzten Zeit durchgemacht hast, würde ich meinen, wir haben eine gute 50-50 Chance auf einen guten Ausgang. Aber nicht, wenn du weiterhin versuchst, alle davon zu überzeugen, dass du total übergeschnappt bist. Keine weiteren Wutausbrüche, kein weiteres Herumzicken oder noch besser, überhaupt keine weiteren öffentlichen Auftritte mehr. Du kannst deine Tochter immer noch sehen. Gib die Hoffnung nicht auf, solange du kannst. Wieder so ein Scheißraum. Wir sind im Keller. Ach, hier können wir gar nicht durch. Oh Mann, ich habe gar keine Lust mehr. Scheißratte. Also jetzt passiert uns auf alle Fälle was. Ja, genau. Scheißratte, Mann. Ja, alles klar. Himmels Willen. Herrgott nochmal. Stille, stille Schwimmer, sie verstopfen den Abfluss. Fell im Wasser. Keine Bäder für mich. Zurück oder wie? Muss ich irgendwas machen? Ja, wir haben es kapiert, es funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Immer noch kein Spiegelbild.
Das sind Ratten. Alles klar. Ach Gott. Alles klar. Ich warte nur drauf, bis wir irgendwas kriegen, damit wir wieder in den Raum kommen. Aber ich glaube, das dauert noch ziemlich lang. Gut. Kerze spendet uns Licht. Jetzt muss ich doch mal noch kurz was ausprobieren, weil ich das gerade hier gesehen habe. Ja, mach ruhig auf. Ah, okay. Bleib auf. Bleib bitte auf. Was soll ich sagen? Das Spiel hat's echt drauf. Klar. Was haben wir hier? Okay, hier können wir nicht rein. Ich finde es aber ganz lustig, wie die Tür dann einmal so ganz langsam aufgeht. Was heißt lustig? Ich finde es hier gar nicht lustig. Ehrlich gesagt, ich hasse es hier. Ich hasse dieses Haus, ich hasse diese Geschichte, ich hasse hier einfach alles. Dann geht es hier nicht zu, es geht hier wirklich nicht zu. Ja, und wieder sind wir hier. Mit mehr. Okay. Hier haben wir nichts. Hier haben wir auch nichts. Ich denke mal, hinter uns haben wir auch nichts mehr. Ich habe mich geirrt. Hier haben wir nichts mehr. Gott, oh Gott, oh Gott. Alter. Das ist scheiße. Also, sowas ist. So hier zu laufen ist echt beschissen. Aber ich glaube, es wird besser. Je näher wir kommen. Waren wir gerade in der Traumwelt oder war das gerade das die Tür zu Traum? Ja, da gehen wir. Wie habe ich am Anfang gesagt, der Keller wird gemieden. Es gibt schon Gründe, wieso der Keller gemieden wird. Wir erinnern uns, da hinten gab es eine Tür, die war zu. Das Leintuch ist gerade verschwunden. Das Leinentuch. Ich höre es bumbern. Ganzen Leinentücher verschwinden. Die wo eigentlich alles abdecken soll. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Da steht es wieder, das Klavier. Wir wissen alle, was wir tun müssen. Wir wissen alle, was davor passiert ist. Alles klar.
Das ist uncool. Also, wenn das Licht ausgeht, ist echt uncool. Oh, das ist schön. Das ist schön. Ohne Scheiß, das Lied ist echt schön so. Aber wenn man weiß, dass es zu einer Gruselgeschichte gehört, da ist das Ganze nicht mehr so toll. Ich rushe einfach durch. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Soll ich rushen oder ich weiß gar nicht, wo ich langlaufen soll. Ich meine, jetzt können wir überall hin. Also sie hat echt manchmal so einen Tippfehler, ehrlich gesagt. Jetzt wird's irgendwie nicht mehr so toll, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob wir da hingehen sollten. I needed to remove the flesh from the bone. At first, I was lost as to how, but then I sawed it off with a handsaw, boiled it, then put the bone in a mortar. I had to get one, obviously. This was not something I'd done before. Finally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. Der Kerl hat sie nicht mehr alle. Ich kann mir vorstellen, was passiert ist. Es wird immer schlüssiger und schlüssiger. Und wieder sind wir hier. Ich strecke mich mal kurz aus. Das ist verdammt anstrengend. Jetzt sieht es schon beinahe aus, wie es vorher war. Theoretisch haben wir jetzt auch die Hälfte geschafft. Was haben wir hier noch Schönes? Ja, wie schon gesagt, fehlt uns noch einiges. Hier diese. Was ist das? So, ich dachte schon, da ist irgendwas drin oder so. Ja, diese Rattenplage in Anführungszeichen. Halt, kriegen wir immer mehr davon. Steht nicht mehr, steht jetzt nicht verloren. Ich glaube, es steht nicht mehr drin. Wir haben die wir haben die Leinwand, wir haben die Farbe. Wow. What if you fail? Steht was dran, was wenn du scheiterst? Ich glaube, der versucht irgendwie alles nochmal zu retten, indem er dieses Gemälde malt. Wir gehen einfach mal weiter. Wir fügen den Knochen hinzu. Wir hören, wie die Tür wieder aufgeht. Ja. Man könnte daraus schon ein Gesicht sehen. Zwei Augen, Mund. Nase gibt es jetzt hier nicht. Eher so eine ganz, ganz platte Nase eben. Wie es Voldemort hat. Das könnte man jetzt daraus sehen. Und ja. Die nächste Tür ist auf. The door is open. Wir haben hier den schönen Knochen. Ich musste das Fleisch vom Knochen lösen. Anfangs war ich verloren, wusste nicht wie. Doch dann sägt ihr es mit einer Handsäge ab.
kochte es, dann kamen die Knochen in einen Mörser. Ich musste einen besorgen. Schließlich war das nichts, was ich schon mal gemacht hatte. Zum Schluss gab ich das Mehl in weiße Farbe. Es gab eine hervorragende Grundierung ab. Schön. Wir sind jetzt hier angelangt. Ja, kurze Zusammenfassung. Wir haben Frau Kind. Wir haben irgendwie eine Rattenplage. Am Anfang war das das Liebespaar ohnehin. Er hat ein hinkendes Bein. Und dann gab es Probleme. Sie ist irgendwie in Depressionen gefallen. Wegen am Kind oder irgendwie sowas. Und sie sollte sich dann erholen und das hat er irgendwie in Anführungszeichen nicht zugelassen. Er hat sie in Anführungszeichen auch wirklich alles komplett weggesperrt. Jetzt kann man die Türen gar nicht mehr aufmachen. Ja, wie gesagt, weggesperrt. Und eben ihre Sachen auch weggesperrt und sie hat einfach gesagt, sie kann es nicht mehr. Und er ist immer psychotischer geworden. Und ich glaube, er hat eben dann die Haut entfernt, das Blut entfernt. Und schließlich kamen dann auch die Knochen. Ah, ich wollte jetzt mal den Text nochmal lesen, genau. Ich hasse es selbst jetzt verloren, alleine hoffnungslos, du wirst immer ein Grotteskeks-Missverständnis. Beende es. Okay. Ich mache hier mal einen Cut. Und muss mich erstmal noch ausruhen vor den ganzen Schrecken hier. Ich wünsche euch was. Hier bei Goschenheuden, euer Hotdog-Killer. Servus, Leute.